In Dunkelheit getaucht geht es weiter bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundung 7 Zeit. Der Großmeister Übels hat uns diese hinterhältige Falle gestellt und jetzt sitzen wir hier unten im Dunkeln fest. Wer ist bloß dieser hinterlistige Großmeister? Ja, die Videospiele gespielt haben, wissen es natürlich schon, aber andere wissen es vielleicht noch nicht und für die mache ich es etwas spannend. Nicht nur der Großmeister, sondern außerdem noch mehr von uns. Ein ganzer Haufen von Ergebenen des Großmeisters ist hier. Ergebener, ihr könnt uns in der Dunkelheit nicht sehen, aber ihr seid vollständig umzingelt. Ja. In unsere Höhle zu kommen war euer letzter Fehler. Hier kommt ihr nicht mehr raus. Bereitet euch vor zu... Wow! Was? Knuddeluff? Und alle anderen? Was geht hier vor sich? Hey! Bidiza! Warum hast du die Abdeckung entfernt? Was? Hoppla! Ich dachte, es sei zu dunkel für euch alle da unten, also habe ich sie aufgemacht. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen? Die ganze Sache mit dem Aushelfen bei der Abschlussprüfung und so, das ist alles so neu für mich. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, was ich hier machen soll. Was für eine Force? Hör mal, Knuddeluff. Kannst du uns bitte sagen, was hier vor sich geht? Ja, Knuddeluff, wir warten auf Antwort. Wer ist Knuddeluff? Was? Ich bin der Großmeister. Mir ist nichts von einem sogenannten Knuddeluff bekannt. Was? Stimmt! Und wir sind des Großmeisters Ergebene. Oh ja, das ist sowas von richtig. Ich kenne überhaupt kein Pokémon namens Sunflora. Hey, hey, hey! Was läuft denn hier? In unsere Höhle zu kommen war euer letzter Fehler. Hier kommt ihr nicht mehr heraus. Bereitet euch vor, das Grauen zu erleben, das vom Großmeister Anubis ausgeht. Luffy! Ja, richtig erkannt. Wir müssen gegen all unsere Gildenkameraden antreten. Natürlich alle außer Bidiza. Ich will gegen Bidiza kämpfen! Aber egal. Wie machen wir das mal am besten? Itoshki, ich komme zu dir rüber. Genau. Nein! Verdammt! Diktri, tu uns das nicht an. Deine Attacken, ja. Hier brauchst du unbedingt den Megasauger oder den Absorber. Nimm das Knuddeluff! Itoshki, mach dir erstmal einen Krebskreuz zu schaffen, damit Diktri rüberkommt. Wow! Mach mal nicht so einen Aufstand hier! Wie brutal die alle sind! Ich hätte mich mal... Wow! Ich hätte mich mal besser geheilt. Boah! Verdammt! Itoshki, halte durch! Okay, jetzt halte ich mich erstmal. Sinnelbeere, her damit. Die Musik ist auch voll der Ohrburner für so einen Kampf gegen Großmeister des Bösen. Absolut passend. Itoshki, mach Diktri platt, bitte! Dikta, du bist geliefert. Yeah, gut gemacht, Itoshki. Bin stolz auf dich. Und jetzt schafft der Krebscore. Wow! Fang das mal für mich ab. Danke, Itoshki. Ist gut. Ist gut, Sonflora. Sonflora! Ja, dafür bist du jetzt auch verwirrt. Und Itoshki ist gleich hinüber. Okay, ein Eisdrang hilft da weiter. Yay, und schon ist Itoshki wieder voll aufgepumpt. Naja, fast voll aufgepumpt. Und du Plauderei, du bekommst meinen Eiszahn zu spüren. Jetzt kommt endlich die Rache für alles, was du uns angetan hast. Wow, du hast Itoshki platt gemacht, das kannst du nicht machen.
Na komm, jetzt das Schussel weg. Den packen wir uns. Okay, jetzt ist Knuddel auf einer Reihe. Ich versuch's mal mit dem Schlitzer. Oh, der Effekt gefällt mir. Nein! Aufwachen, Kanimani! Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um vor dem Gildenmeister zu schlafen. Verzeihung. Der Großmeister des Bösen, natürlich. Allen Übels. Mann, Knuddel fällt was aus. Ja, komm, legen wir uns beide mal hin. Nein, ich bin jetzt wieder wach. Yeah, das war's. Der Großmeister allen Übels wurde besiegt. Sie haben mich erwischt. Lauft alle weg. Ja, sieh bloß zu, dass ihr Land gewinnt. Was macht ihr denn mit uns? Was das wohl alles zu bedeuten hatte, möchte ich wissen. Nun, ich glaube, wir sind hier fertig. Wir sollten weiterziehen. Lass uns zur Glitzerquelle gehen. Okay. Mann, war das ein harter Kampf. Möchtest du ein Tor speichern? Ja, speichern wir erstmal. Puh, wird man einfach so hinterrücks von den Gildenkameraden angegriffen. Das erlebt man auch nicht alle Tage. So, sind wir hier richtig? Hey, Teddy Ursa und Ursaring! Oh, ihr seid es. Was ist euch denn passiert? Ich dachte, ihr würdet direkt hinter uns herlaufen. Wir wurden aufgehalten. Egal. Was steht an? Nun, hier lag eine Schatzbox. Hier war vorher keine Schatzbox. Ich möchte sie öffnen, aber andererseits habe ich ein mulmiges Gefühl dabei. Weißt du, es wäre übel, wenn da zum Beispiel eine Sprengfalle drin wäre. Also haben wir darüber diskutiert, ob wir die Box öffnen oder es sein lassen sollten. Also dann, wir öffnen sie. Wisst ihr, wir wurden hier für unsere Gildenabschlussprüfung hergeschickt. Uns wurde gesagt, wir sollen mit dem Schatz von hier zurückkommen. Das ist es. Diese Box muss irgendetwas mit eurer Prüfung zu tun haben. Ihr solltet sie öffnen, Leute. Kann ich dich dazu überreden, das zu tun, Nagi? Wie, jetzt lässt du mich ins Feuer laufen? Okay, aber ich mach's. Da wird schon nichts Schlimmes drin sein. Ich denke, das wäre schon okay. Aber man weiß nie, es könnte auch eine Falle sein. Wenn ich nur irgendwie den dimensionalen Schrei aktivieren könnte. Dann hätte ich eine bessere Vorstellung davon, ob diese Box sicher ist oder nicht. Nagi berührt die Schatzbox. Oha. Das Schwindelgefühl setzt ein. Oha, unsere Geheimwaffe funktioniert also immer noch. Und das Knuddelhoff. Der hier die Box abgelegt hat. Es war Knuddelhoff, der diesen Schatz hier platziert hat. Das bedeutet, in dieser Schatzbox... Aufwachen! Ein perfekter Apfel! Was sonst? Das ist... Ist ein perfekter Apfel? Der Schatz der Gilden... Der Gildenquelle. Der Glitzerquelle. Ein perfekter Apfel. Ein perfekter Apfel als Schatz. Das passt so Knuddelhoff, denke ich. Wah! Was war das? Hui, die Glitzerquelle. Oha! Was haben wir denn da? Ein Licht, das von oben herabscheint. Was für... Licht. Es scheint Licht herab. Oh, dann vielleicht. Hat die Glitzerquelle vielleicht ihre Kraft zurückgewonnen? Das sollten wir doch gleich mal ausprobieren. Jene, die erwachen wollen. Ah, wer hat das gesagt? Das Fortschreiten der Zeit. Es brachte wieder Licht an diesen Ort. So ihr Entwicklung sucht, tretet vor. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Glitzerquelle wieder zum Leben erweckt werden würde. Schön für dich, Teddy Ursa. Du hast schon sehr lange nach Entwicklung gestrebt. Stimmt. Entwicklung? Oh, das stimmt. Knuddelhoff hat das mal erwähnt. Die Glitzerquelle? Ja. Doch ging eins Pokémon hin, um sich zu entwickeln.
Vielleicht scheint wegen der Schwierigkeiten, die wir mit der Zeit hatten, kein Sonnenlicht mehr auf die Quelle. Im Moment kann sich dort nichts entwickeln. Oh, aber im nächsten Video wird sich da was entwickeln. Also, bis dann!